Herzlich willkommen zum Eurovision Kitsch Contest. Das trieft richtig. And I am someone, you pulled my heart, I took it in. Ein Musical-Song, eine dramatische Ballade. Ja, man muss das mögen und ich bin gespannt, wie viele Leute das beim ESC mögen werden. Gute Ansätze, aber nicht gut ausgeführt. Ich finde es auch nicht super klasse, aber ich finde, ich kann es gut hören. Stört mich nicht. Ja, es stört nicht. Das ist das Problem. Es stört nicht. This is so beautiful. This is musical theater realness. There's literally no production. It's almost like he's singing a cappella. Er ist quasi die fünf Tenöre, kann man das so sagen? 360 degrees in four split screens. It's truly amazing. And what you see is a man who wants you to come home. Ja, ich mag die Stimme. Auf jeden Fall. Kobi Marimi hat eine sehr außergewöhnliche Stimme. Er hat immer so eine arabische Koloratur drin. Deswegen war ich sehr überrascht, dass er den Song auf Englisch singt. Sein Englisch ist nicht gut. Das klingt blöd. Ich bin da eher skeptisch. Die Entscheidung, das auf Hebräisch zu singen, wäre schlauer gewesen, meiner Meinung nach. Es gibt sozusagen mit diesem Lied von Kobi Marimi, gibt es die erste Message, die da lautet, wir wollen nicht wieder gewinnen. Aus Israel bekommen wir dieses Jahr das klassische Lovely Horse. Also Lovely Horse kennt man in ESC-Kreisen als einen Song, der geschickt wird vom Gastgeberland, um bloß nicht nochmal gewinnen zu müssen. Und ich freue mich auf eine hoffentlich Startplatzierung im Mittelfeld, weil da kann man definitiv pinkeln gehen. Ich finde, das ist auch dem Künstler gegenüber nicht fair, weil der wirklich gut ist und jetzt muss er halt mit so einem drögen Lied sein Land verteidigen. Ja. Schade. Also eine harte Zeit für Israel, die ja aber auf jeden Fall im Finale sind, denn sie sind ja Gastgeber. In the music video, what I love is the whole time he's so serious, telling us that he's someone. I'm someone. I am someone. I am someone. I am someone. Ich denke mir, ja, irgendwie hat das schon eine Größe und das kann man auch schön inszenieren. Das wird natürlich nicht gewinnen, aber es wird vielleicht auch mal nicht letzter werden. Das ist ja auch schon mal gut für einen Host, nicht letzter zu werden. Fragen Sie mal in Portugal nach. And then at the end, he finally smiles. He's coming home. I'm coming home.